Hallo und recht herzlich willkommen hier zur LändeTV Fußballshow, präsentiert vom Vorarlberger Fußballverband. Auch in dieser Woche wieder volles Programm. Wir haben drei Spiele aus drei verschiedenen Leistungsklassen. Den Start machen wir in der Regionalliga West. Die Altacher Amateure treffen in der Cashpoint Arena auf Reichenau. Fußball wird Ihnen präsentiert von Admiral Sportwetten. Zehnte Runde in der Regionalliga West. In der Cashpoint Arena trafen dabei die Altacher Amateure auf die Spielvereinigung Reichenau. Die ganz in Weiß spielten Gäste übernahmen dann auch gleich das Kommando. Florian Schranz kreuzte nach 7 Minuten erstmals vor dem Altacher Tor auf, schoss aber deutlich daneben. Nach einer Viertelstunde waren die Tiroler erfolgreicher. Ein Angriff über die rechte Seite, Schranz wurde in der Mitte völlig allein gelassen und hatte keine Probleme, den Ball über die Linie zu drücken. Reichenau führte also 1:0. Die Antwort der Altacher Amateure, Julian Erhardt, wurde in die Tiefe geschickt, spielte quer. Lokman Toptuman sah Orhan Ademi, aber der Youngster traf den Ball nicht richtig. Chance vertan also, aber Altach drückte weiter. Marc Ender mit einer Maßflanke in die Mitte. Lokman Toptuman probierte es per Kopf, setzte die Kugel aber knapp daneben. Reichenau versteckte sich aber keineswegs und kam auch zu Möglichkeiten. Önder Nasli spitzelte die Kugel hier auf Schranz, der scheiterte zunächst aber am herausstürmenden Kevin Feind und dann klärte Dominik Kirchmann auf der Linie. Auf der anderen Seite machte sich Lokman Toptuman für diesen Freistoß bereit. Der Ball segelte direkt ins Kreuzeck, Traumtor also, und nach 35 Minuten stand es 1:1. Toptuman stand nur 3 Minuten später wieder bereit. Dieses Mal zirkelte der Stürmer den Ball aber zu zentral aufs Tor und Gästekeeper Matthias Hörtnagel hatte keine Probleme. Kurz vor der Pause kam es abermals zum Duell zwischen Toptuman und Hörtnagel. Dieses Mal strich der Ball aber knapp über die Latte und so wurden beim 1:1 die Seiten gewechselt. Im zweiten Abschnitt waren die Tiroler zunächst wieder gefährlicher. Florian Schranz versuchte es hier mit einem Heber, konnte Kevin Fendt aber nicht überraschen. Nach 68 Minuten waren wieder die Altacher am Zug. Julian Birkfellner hier mit einem genialen Pass auf Orhan Ademi. Der Stürmer aus dem Profikader ließ sich diese Chance nicht entgehen und brachte seine Mannschaft mit 2:1 in Führung. Reichenau steckte aber nicht auf und kombinierte sich hier fast nach Belieben durch die Abwehr der Hausherren. Daniel Marasek schickte Niklas Lercher, der spielte quer, und Andreas Steinlechner traf durch die Beine von Fendt zum 2:2 Ausgleich. Gespielt waren 72 Minuten. Die Partie war nun ein offener Schlagabtausch. Jetzt wieder die Hausherren im Angriff. Marc Ender mit einem Pass auf Orhan Ademi. Der Schuss aus der Drehung. Hörtnagel konnte nur kurz abwehren und Matthias Bachstein stellte ab. Die Altacher Amateure führten 12 Minuten vor Schluss mit 3:2. Die Freude währte aber nur kurz, denn Reichenau hatte Freistoß und Elvir Karahasanovic verlängerte den Ball von Florian Buchacher ins lange Eck. 3:3 also, und zu spielen waren noch 8 Minuten. Kurz vor Spielende hatte Ademi dann noch die Chance auf den Matchball. Nach einer Maßflanke von Mirsa Kafkic köpfte der Angreifer das Leder aber neben das Tor und so blieb es beim 3:3 zwischen den Altacher Amateuren und Reichenau. Herr Pircher, 3:3 hier in Altach. Wie sind Sie mit der Leistung der Mannschaft zufrieden? Wir hatten heute sicher nicht den besten Tag. Wir waren überhaupt nicht spritzig und haben dem Gegner sehr viele Torchancen gelassen. Woran könnte es sonst noch gelegen haben? Ich glaube, dass wir heute einfach die Spritzigkeit nicht hatten, um entsprechend zu reagieren und uns nach vorne gut durchzusetzen. Zusätzlich kam natürlich dazu, dass wir hinten sehr unnötige Fehler gemacht haben. Matthias, 3:3 heute hier in Altach. Wie bist du zufrieden mit der Leistung der Mannschaft? Also mit der Leistung bin ich überhaupt nicht zufrieden. Wir haben in den letzten 2 Spielen gezeigt, was wir wirklich können. Und das hat heute bei uns nicht viel mit Fußball zu tun gehabt. Also ich bin überhaupt nicht zufrieden mit meiner Leistung, auch mit der Leistung von der restlichen Mannschaft nicht. Was hätte man besser machen können? Woran hat es gelegen? Wir haben viel zu umständlich gespielt und viel zu langsam. Der Gegner hat keine Probleme gehabt, speziell in der ersten Halbzeit, die Spielwege für uns zuzustellen. Und ja, vor allem das Spieltempo und die Laufbereitschaft haben gefehlt. Ja, im Endeffekt muss man mit einem Punkt zufrieden sein, weil wir zwar mit dem Rückstand waren. Wenn man es von Haus aus wer gesagt hat, hätte ich gesagt, nein, weil wir wollten eigentlich gewinnen. Aber wenn man sich das Spiel so angeschaut hat, dann glaube ich, ist es in Ordnung. Sie haben es erwähnt, Sie wollten gewinnen. Was denken Sie, woran hat es gelegen?
Ja, die Mannschaft ist noch ein bisschen verunsichert. Ich habe sie jetzt 2 Wochen. Ich muss sagen, die Burschen ziehen hervorragend mit, geben wirklich alles. Man hat auch gesehen, 3-4 Spieler waren am Schluss wirklich richtig tot. Und ich glaube, dass das einmal ein guter Anfang ist. Ein gerechtes 3:3 Remis, also in der Partie zwischen den Altach-Amateuren und Reichenau. In der Tabelle sieht das Ganze jetzt folgendermaßen aus. Es führt Wattens mit 25 Zählern, auf Rang 11 dann Altach mit 12 Punkten und auf Rang 15 Reichenau mit 8 Zählern. Wir kommen zur Vorarlbergliga. Dort traf Rot-Weiß Rankweil zu Hause auf den VfB Hohenems. Fußball wird Ihnen präsentiert von Admiral Sportwetten. In der 8. Runde der Vorarlbergliga kam es zum Duell zwischen Rot-Weiß Rankweil und dem VfB Hohenems. Die Hausherren hatten die letzten 3 Partien verloren und waren ebenso auf einen Sieg aus wie die Gäste, die bereits seit 38 Spielen auf einen vollen Erfolg warten. Dementsprechend engagiert legten die beiden Mannschaften dann auch los. Rankweil ganz in Rot mit dem ersten Warnschuss. Fabian Flatz versuchte es, Wolfgang Ott im Emser Tor aber ohne Probleme. In der 5. Minute schickte Gültigen Sönmez Marco Pakic in die Tiefe. Der Angreifer lief der Abwehr auf und davon und ließ auch Rankweil-Goalie Thomas Kober keine Chance. Hohenems führte 1:0. Die Gastgeber zeigten sich aber wenig beeindruckt und kamen ebenfalls zu weiteren Chancen. Christian Streitler setzte hier nach. Sein Kopfball war aber eine sichere Beute von Ott. Rankweil blieb am Drücker und Fabian Flatz sah plötzlich seinen Mitspieler. Der Lochpass war aber etwas zu lange und so hatte Ott keine Mühe. Dann die 24. Minute. Rankweil eigentlich mit einem Befreiungsschlag. Manuel Nachbauer wurde bei der Ballannahme gestört, konnte die Kugel aber doch noch zu Manuel Doliszka weiterspielen. Der Verteidiger spitzelte das Leder zurück zu Wolfgang Ott. Der Torhüter eilte heraus, traf allerdings nur den Rücken von Fabian Koch. Wahnsinnstor also auf der Gastra und plötzlich stand es 1:1. Die Gäste aus Hohenems nun völlig aus dem Konzept. Bülent Boskurt legte zurück auf Doliszka, der Außenverteidiger wollte flanken, traf aber den Ball nicht richtig und dann ging es plötzlich ganz schnell. Michel Flavio de Araujo wurde auf die Reise geschickt, machte ein paar Meter, zurück auf Wäger, er weiter zu Flatz und da war es passiert. 2:1 in Minute 25. So schnell kann's also gehen. Lediglich 3 Minuten später Christian Streitler beim Freistoß. Er versuchte es direkt, der Ball ging aber knapp am Tor vorbei. Dann diese Szene. Im Mittelfeld kam es zu diesem Zweikampf zwischen Thomas Bösch und Manuel Doliszka. Der Emser verletzte sich dabei schwer und musste mit dem Verdacht auf Kreuzbandriss ausgetauscht werden. Kurze Zeit später hatten die Hausherren dann noch eine weitere Chance. Andreas Schwendinger mit einem Freistoß, Thomas Bösch kam völlig frei zum Kopfball, verfehlte das Tor aber knapp. Sekunden vor der Pause kamen auch die Emser zu einer weiteren Möglichkeit. Rankweil-Goalie Thomas Kober faustete den Ball von Gültigen Sönmez in die Höhe und hatte dann Glück, dass sich das Leder nur auf die Querlatte senkte. Es blieb also bei der 2:1 Führung und nach dem Seitenwechsel hatten die Hohenemser eine weitere Chance. Marco Pakic wurde steil geschickt, zunächst wehrte aber Kober ab, im Nachschuss verfehlte der Emser-Stürmer das Tor knapp. Nach etwas mehr als einer Stunde diese Szene. Bülent Boskurt zog hier gegen Florian Loretz zurück, beschwerte sich dann wohl etwas zu lautstark bei Schiedsrichter Daniel Bode und bekam prompt die Rechnung präsentiert. Rote Karte und Hohenems also eine halbe Stunde lang nur noch zu 10. Dennoch kamen die Gäste zu einer weiteren Chance. Fabian Pernstich flankte von links, Matthias Oelz verfehlte allerdings den Ball, Rankweil führte weiter 2:1. Und die Hausherren hätten den Vorsprung dann fast noch ausgebaut, der Ball verfehlte die lange Ecke aber nur um wenige Zentimeter.
Kurz vor Schluss noch eine weitere Möglichkeit. Alexander Vidovic tankte sich hier durch, schoss aber ebenfalls knapp am Tor vorbei. Rankweil durfte sich dennoch über einen 2:1 Heimsieg gegen Hohenems freuen. Ein glücklicher Sieg. Man sieht, wie schwer es ist in dieser Liga. Die Meisterschaft ist sehr ausgeglichen. Jeder kann jeden schlagen. Auch die Absteiger tun sich sehr schwer. Wir haben sehr gut gestartet, hatten dann natürlich ein kleines Loch. Es geht nicht nur über Spielerische, man muss auch wieder kämpfen und fighten. Und dann kommen auch die Punkte. Ja, man hat an und für sich gut begonnen, hat dann das Gegentor bekommen, konnte dann sehr schnell ausgleichen und in Front gehen und hat es dann sehr versäumt nachzulegen. Ja, es ist hier so klar anders wie der Obmann. Also glücklich war jetzt nicht so, weil Hohenems es doch nicht. Zwar ein bisschen Druck dann, obwohl sie mit normal weniger waren, aber von dem haben wir doch einen Rückstand aufgeholt und doch noch einige Chancen gehabt, auch wenn es manche Fernschuss waren oder sonst irgendwie. Aber ich sage, er war nicht voll verdient, aber glücklich war er jetzt nicht. Was für einen Einfluss hat die rote Karte genommen? Das Spiel war dann doch klar in eurer Hand. Ja, das mit der roten Karte war eigentlich in meiner Sicht eher ungünstiger, weil einfach wir dann weniger gespielt haben, obwohl wir gesehen haben, wir haben einen Mann mehr und dann einfach zu wenig Druck erzeugt haben. Zwar Platzvorteile hinten dann, weil sie offen machen mussten, aber ja, hat gereicht. Ja, es ist immer schön gegen sechs Vereine zum Spielen. Leider kein Tor gelungen, aber das ist eigentlich das Wenigste. Die drei Punkte sind am wichtigsten und so kann es weitergehen für die Zukunft. Wie war das Spiel aus deiner Sicht? Ja, am Anfang haben wir ein bisschen gebraucht zum Minika, haben wir ein schnelles Tor gekriegt. Haben uns aber noch schnell gefangen und haben einen 2:1 Rückstand aufgeholt und haben eigentlich klar dominiert und Chancen nicht so gut genutzt, aber wenn wir trainieren und dann haut es schon hin. Das Umfeld in Rankfeld passt? Ja, das ist super, super Fans, heute wieder tolle Stimmung gewesen, viele Fans und bin immer froh da daheim zum Spielen, weil die Fans einfach uns unterstützen und super Kulisse einfach. Rot-Weiß Rankweil also zurück auf der Siegerstraße. 2:1 Heimerfolg über Hohenems. Wie sieht es in der Tabelle aus? Dort führt Bizau nach 8 Spieltagen mit 17 Punkten. Auf Rang 8 dann Rankweil mit 12 Zählern und auf Rang 13 Hohenems mit 3 Punkten. Wir kommen nun zur ersten Landesklasse Deutschlands. Die Partie zwischen Brederis und dem FC Dornbirn 1b auf dem Programm. Fußball wird Ihnen präsentiert von Admiral Sportwetten. Metzler-Werkzeuge SK Brederis gegen FC Dornbirn 1b hieß es in der 8. Runde der ersten Landesklasse. Die ganzen Blau spielten Hausherren, erwischten dabei einen Start nach Maß. Alexander Kracher schickte Dominik Marlin in den Lauf und der ließ Gästekeeper Jörg Brandl keine Chance. Nach 2 Minuten führte Brederis also 1:0. Die Gäste waren immer noch nicht auf dem Platz und die Bresner legten sofort nach. Nur eine Minute nach dem Führungstreffer bediente René Meissen Alexander Kracher. Der Stürmer setzte sich gegen den Dornbirner Goalie durch und brachte seine Mannschaft mit 2:0 in Führung. Danach tat sich einige Zeit nichts. Mit Fortdauer der Partie kamen die Gäste aus der Messestadt aber besser ins Spiel. Julian Schelling spielte quer, aber Michael Reis kam einen Schritt zu spitz. Anders die Hausherren, Patrick Linz mit einem langen Ball auf Alex Kracher. Der drehte sich um die eigene Achse, sah René Meissen. Der Youngster ließ die komplette Abwehr stehen und donnerte die Kugel in die lange Ecke. Brenneris führte nach 18 Minuten bereits mit 3:0. Dornbirn immer noch nicht wirklich im Spiel, Jörg Prantl hier mit einem Abstoß Querschläger. Alex Kracher plötzlich alleine vor dem Tor, der Ball segelte aber doch deutlich am Ziel vorbei. Nach einer halben Stunde konnten sich die Messestädter endlich einmal in der Hälfte der Hausherren festsitzen. Lukas Gräber mit einer Flanke, der Ball segelte an allen vorbei und Meli Öztürk stellte auf 1:3. Gespielt waren 31 Minuten und beim gleichen Ergebnis wurden auch die Seiten gewechselt. Im zweiten Durchgang machte Dornbirn von Beginn an Druck. Dieser Schuss von Öztürk verfehlte sein Ziel aber mehr als deutlich. Die Elf von Trainer Peter Handle versuchte den Druck weiterhin aufrecht zu erhalten. Michael Reis mit einem Ball in den freien Raum. Julian Schelling setzte sich im Strafraum durch. Sein Querpass stellte Brederis Torhüter Enrico Ender aber vor keine Probleme. Die Hausherren hatten nun Platz zum Kontern. Matthias Riedmann mit einem Traumpass auf Alex Kracher. Der scheiterte aber an Jörg Prantl.
Gespielt waren 72 Minuten und die Kochelf hatte nur wenig später die nächste Chance. Dominik Malin hob den Ball hier aber über das Tor. Es blieb beim 3:1, Dombier machte das Spiel, aber Bredris war gefährlicher. Erneut wurde Kracher angespielt, der Stürmer schloss aber etwas zu überhastet ab und verfehlte das Tor somit knapp. Die Strafe für die mangelnde Chancenauswertung folgte umgehend. Nach einem Freistoß fand der Ball den Weg zu Fatih Akel. Der Kapitän zögerte nicht lange und traf mit diesem Flachschuss zum 2:3. In der Nachspielzeit hätte Bredris seine Führung dann einmal mehr fast ausgebaut. Alexander Kracher wieder im Alleingang auf Prantl. Einmal mehr entschied der Dornbirner Keeper aber das Duell für sich und so gewann Bredris gegen den FC Dornbirn 1B 3:2. Sehr, sehr wichtig für uns, vor allem für die Mannschaft und für die Moral. Nach dem Sieg beim FC haben wir nachlegen müssen. Wichtig war auch die 3 Punkte, denke ich mal, zu Hause von den eigenen Fans. Und ja, was hat man Schöneres? Einfach 3 Punkte, 3 Siege und jetzt mal unten weg. Ich hoffe, wir können nächste Woche nochmal nachlegen gegen Höchstein 2. 2:0 hat es geheißen nach 3 Minuten. Das Endergebnis 3:2. Wäre ein bisschen mehr drin gewesen? Wir haben ziemlich Glück gehabt, muss ich auch ehrlich sagen. Dortmund 1-2 hat in der zweiten Halbzeit extrem viel Druck gemacht. Also da waren wir froh, dass wir 2 Tore Vorsprung hatten. Wir haben halt unsere Chancen genutzt, sie leider nicht. Aber es ist eine junge Truppe, die noch Potenzial hat nach vorne. Und ich wünsche Peter natürlich alles Gute, dass auch er ein paar Punkte macht. Ja, Thomas Strelle, 3:2 Erfolg heute Ihrer Mannschaft. Wie haben Sie das Spiel gesehen? Ja, wir haben es gesehen. Ich mag sehr, dass wir ziemlich schnell mal 3:0 in Führung gegangen sind. So schnelle Tore haben wir in Bredis schon lange nicht mehr gesehen. Ich glaube, überhaupt noch nie gesehen. Und auch hat die Mannschaft leider ein bisschen vergessen, das Fußballspielen. Dann ist es nochmal spannend war. Aber ich glaube, grundsätzlich, wenn wir das Spiel angeschaut haben, die Chancen, war es ein verdienter Sieg unserer Mannschaft. Generell, Bredis in der ersten Landesklasse mittlerweile angekommen. Wie sehen Sie das Vereinsleben? Es wird vor allem auf junge Spieler gesetzt hier in Bredis. Ja, wir versuchen natürlich unser Nachwuchs einzubauen, weil wir das Geld haben, zum teuer einzukaufen. Wir haben sehr gute Trainingsleistungen von unserem neuen Trainer gesehen. Wir sind voll überzeugt, dass er gute Leistungen bringt im Training. Aber leider hat das Glück nicht gefehlt und jetzt sind wir Gott sei Dank da mit den Punkten, wo wir hinwollen. Und ich denke, wir werden die nächsten paar Spiele noch sehr viel Spaß haben in unserer Mannschaft. Neu bei Bredis seit dieser Saison auch der Hauptsponsor Metzler Werkzeuge. Ja, die Firma Metzler Werkzeuge, da sitzt auf dem in Kunert unten Areal, der Reinhard Metzler, ein Urbresner, hat seit heuer unseren Namensgeber. Wir sind natürlich sehr froh, dass wir sowas haben. Ist ja nicht selbstverständlich und hilft uns ein bisschen weiter in unserer Planung für die Zukunft. Eben noch zur Zukunft ganz kurz, wie soll es ausschauen, wie soll es weitergehen? Ja, jetzt sind wir natürlich so, dass wir so schnell als möglich von unten weg wollen. Gesicherter Mittelfeldplatz im vorderen Drittel war von Anfang an unser Ziel. Da sind wir natürlich mit unserem Feldstart ein bisschen weit weg. Aber ich denke, wir werden uns das kontinuierlich nach oben arbeiten und mit dem Abstieg auch nichts mehr zu tun haben. Peter Koch, wichtiger 3:2 Erfolg heute Ihrer Mannschaft. Jawohl, es ist da nach dem 3:0 haben wir eigentlich aufgehört Fußballer und ja, wir hätten das Ballenhaus da angehört, aber ja, zum Glück haben wir jetzt wieder 3 Punkte gefahren. Das ist enorm wichtig und ja, schauen wir weiter, wie es geht. Ja. 3:2 Niederlage heute Ihrer Mannschaft, das war ein wirklicher Kaltstart hier in Bredis. Ja, es war wirklich ein Kaltstart. Das Spiel war eigentlich nach 15 Minuten schon entschieden. Nach dem 3:0, die junge, unerfahrene Mannschaft hat wieder Lehrgeld gezahlt, leider. Nach dem 3:0 haben sie sich dann wirklich bemüht und die Lage, der Ernst der Lage erkannt und aber es war halt schon 3:0 Rückstand und das andere war das Tolle war nur, dass wir noch 2 Tore gemacht haben. Aber wie gesagt, nach Viertelstunde war es praktisch entschieden, das Spiel. Ja. Bredis also mit einem wichtigen 3:2 Heimerfolg über das Dornbirner 1B. In der Tabelle sieht es nun folgendermaßen aus. Es führt Fußach mit 22 Punkten, auf Rang 10 dann Bredis mit 8 Zählern und auf Rang 11 Dornbirn 1B mit 4 Punkten. Das war's für diese Woche schon wieder von der Ländertv Fußballshow, präsentiert vom Vallberger Fußballverband. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch nächste Woche wieder einschalten. Fußball wird Ihnen präsentiert von Admiral Sportwetten.